Rihanna war plü, die Karten sind verteilt, das Wintertransferfenster ist zu. Und es wurde wieder gekauft wie verrückt. Stolze 79 Transfers gab es seit dem Rückrundenende für insgesamt fast 54 Millionen Euro. Bis zur letzten Sekunde wurde noch verhandelt, hier die Last-Minute-Entscheidungen. Michael Ballack bleibt bei Bayer Leverkusen. Im Sommer wird man sich dann sehr einvernehmlich trennen. Bis dahin hat Bayer auch den Kroaten Vedrat Koroluka ausgeliehen, der von Tottenham kommt und die Abwehr verstärken soll. Auch Lukas Barrios wird trotz aller Gerüchte nicht wechseln und beim BVB bleiben. Dadurch öffneten sich die Tore für Mohamed Zidane. Er kehrt der Borussia den Rücken und wechselt bereits zum dritten Mal nach Mainz. An der Weser freut man sich derweil auf den neuen Özil. Zlatan Junuzovic soll helfen, die Bremer auf Kurs zu halten. Und in Köln soll der Nordkoreaner Chong Tese den verletzten Lukas Podolski vertreten. Doch schon in den Wochen zuvor gab es viel Bewegung auf dem Markt. Hier unsere Top 5 im Winterschlussverkauf. Platz 5 geht an den Wechsel von Hoffenheims Chinedu Obasi nach Schalke. Der nigerianische Stürmer wird zunächst bis zum Saisonende an die Knappen ausgeliehen. Dann besitzt der Club eine Kaufoption. Die noch offenen Verhandlungen mit Jefferson Farfan kann Schalke jetzt lockerer angehen. Ein cleverer Transfer und unser Platz 5. Der vierte Platz in unserer Winterhitliste geht an die spektakulären Bundesliga-Aussteiger. Freiburg bekam von Newcastle rund 12 Millionen Euro für Torrakete Papis Demba Cissé. Pavel Pogrebniak verlässt Stuttgart in Richtung Fulham. Und auch Gladbachs Raul Bobadilla, der jetzt in Bern spielt, und Bremens Andreas Wolf, jetzt in Monaco, verabschieden sich aus der Bundesliga. Platz 3 geht an Vedat Ibisevic und seinen Transfer zum VfB Stuttgart. Immerhin 5 Tore schoss der Bosnier für die TSG in 10 Hinrundenspielen. In Stuttgart möchte er jetzt wieder richtig durchstarten, wie in der Hinrunde 2008-2009. Damals schoss Ibisevic 18 Tore in 17 Spielen. Eine gute Verstärkung, wenn er auch beim Stuttgart-Debüt torlos blieb. Unsere Silbermedaille geht an den Chefeinkäufer persönlich. Platz 2 für Felix Magath. Gleich 8 neue stehen auf der Wolfsburger Gehaltsliste. So viele Neuzugänge konnte wieder einmal kein anderer im Winterschlussverkauf eintüten. Dazu konnte er Sredan Lakic noch in Hoffenheim unterbringen. Magath freut sich sicher schon jetzt auf das nächste Transferfenster. Platz 1 unserer Winterhitliste ist kurioserweise eigentlich ein Sommertransfer. 17,5 Millionen Euro machte Borussia Dortmund für Marco Reus locker. Dafür wird der 22-Jährige im Sommer wieder ein Schwarz-Gelber. Wie gut er ist, zeigte er schon zum Rückrundenstart. Ein Tor gegen Bayern, ein Tor gegen Stuttgart. Unser Königstransfer des Winters.